Es spricht der Führer! Meine Kameraden, endlich ist es soweit. Nach all den Witzen, die wir tagtäglich über arme, schutzlose Minderheiten gemacht haben, nach all den rassistischen, sexistischen, xeno- und fettphoben Beiträgen, die wir verfasst, geteilt und kommentiert haben, nach all den Leuten, die wir auf offener Straße niedergemetzelt und all den Anschlägen, die wir wieder und wieder im Namen des radikalen Atheistentums verübt haben, ist es nun endlich soweit. Die Alternative für Deutschland zieht endlich in den Bundestag ein. Das Vierte Reich, meine weißen heterosexuellen und cisfaschistischen Brüder, steht endlich kurz vor der Ausrufung. In dem Wissen, dass in diesem Moment, wo ich diese Rede verfasse, endlich wieder SA-Schlägertruppen durch die Stadt ziehen, um all jene, die sich dem Patriarchat widersetzten, zusammenzutreiben und in die wiedereröffneten Gaskammern zu pferchen, kann ich nun endlich wieder beruhigt schlafen. Gezittert habe ich vor friedlichen Muslimen, die meinen radikalen Atheismus untergraben wollen. Gezittert habe ich vor Frauen mit Muschimützen, die meine cis-heteronormative Männlichkeit untergraben, von der ich zehre. Doch das ist endlich vorbei, Kameraden. Oh ja. Bald kann sich die Barbarei des Westens wieder erheben. Die Vergewaltigungskultur, die todesmutige Feministin die letzten Jahre verhinderten, kann endlich wieder hervorbrechen. Opas Uniform ist poliert, die Armbinde gewaschen. Die Demokratie steht endlich am Abgrund. Moment, was? Ah. Oh. Das tut sie ja gar nicht. Aber es sitzen doch Leute rechter Gesinnung im Reichstag. Und die wurden auch noch demokratisch gewählt, das ist doch unerhört. Ja Leute, es ist jetzt leider wirklich so, dass wieder eine rechte Partei im Bundestag sitzt. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass die AfD ungefähr so viel mit Nationalsozialismus zu tun hat, wie die Linken mit Kommunismus, aber dann ist mir Julia Schramm eingefallen und ich würde durchaus denken, dass die AfD da auch ein entsprechendes Gegenstück hat, was dann mit rechtem Arm im Himmel schlafen geht. Aber das soll auch gar nicht Thema sein. Ich werde jetzt nicht die Intelligenz meiner Zuschauer beleidigen, indem ich erkläre, dass die blauen Jungs da nicht sitzen, weil Deutschland so inhärent rechts ist. Was ich gerade einfach viel interessanter finde, ist das neueste Release vom Alman-Kreiswix, der 87%-Hashtag. Neben der offensichtlichen Selbstprofilierung, die dieser Hashtag nun einmal ist, dachte ich mir, man könnte sich ja einmal die Message, die dahinter steht, ansehen. Wenig überraschend dürfte es, dass man sich hier natürlich nicht fragt, wie nach dem immer und immer und immer und immer und immer weiteren Rückgang der NPD bis hin zur völligen Irrelevanz plötzlich eine rechte Partei die drittstärkste Kraft werden konnte, nachdem sie bei ihrer letzten Wahl nicht einmal die 5%-Hürde knackte. Aber natürlich wird hier ohne Ende Phrasendreschen betrieben. Andrea Beckmann-Nebus schreibt hier zum Beispiel: Ich bin 87% und ich wünsche mir, dass mehr in Bildung investiert wird. Aufgeklärte Menschen gehen populistischen Phrasen nicht auf den Leim. Die Implikation hier ist natürlich offensichtlich und einfach. Die gute Andrea nennt hier quasi alle AfD-Wähler dumm, da ja offensichtlich nur die AfD populistischen Wahlkampf betrieben hat. Ich frage mich allerdings, ob Andrea weiß, dass sowohl SPD als auch Grüne Werbung mit dem unbereinigten Gender Pay Gap gemacht haben, der nicht nur nachweislich falsch ist, sondern auch nach Bereinigung nichts mit dem Islam, nichts mit Diskriminierung zu tun hat, sondern einfach damit, dass Männer im Schnitt ihr Gehalt besser verhandeln. Wenn man das jetzt mal komplett auflöst, möchte Andrea quasi, dass sich 41% der Wähler endlich mal bilden. Kommen wir jetzt zum nächsten Goldstück. Hier hat Dominik Lawetzki versucht, möglichst viele Worte in einen Tweet zu pressen. Er schreibt nämlich: Ich bin 87% und ich möchte Flüchtlingshilfen, Erinnerungskultur, Klimaschutz und eine gesunde Demokratie mit Meinungsfreiheit. Also ich weiß nicht, was ich verpasst habe, aber abgesehen von Klimaschutz ist das hier einfach nur paradox. Von allem, was ich mitgekriegt habe, ist die AfD weder gegen Hilfe für legale Flüchtlinge noch für eine Abschaffung der Erinnerungskultur, denn wir haben eine Erinnerungskultur und wir pflegen die, oh ja, wir pflegen die und wir müssen die pflegen. Gott, du blöder Hurensohn. Außer der Eklat mit dem Höcke vielleicht. Und ganz ehrlich, Dominik, die 87% haben ein Zensurgesetz in den Umlauf gebracht und nur 63% der deutschen Wähler sind dafür, die AfD als die drittstärkste demokratisch gewählte Partei nicht im Bundestag auszugrenzen. Und du Vollspasti willst mir ernsthaft einen von gesunde Demokratie mit Meinungsfreiheit erzählen? Geh ich doch einfach mal weghängen, Alter. Da wir jetzt mit diesen lyrischen Ergüssen zumindest mal festgestellt haben, wie genau dieser Hashtag gemeint ist, können wir jetzt zum Wesentlichen kommen.
Der Hashtag deutet die 13% Stimmen für die AfD als 87% Gegenstimmen um und wichst und wichst und wichst und wichst, bis die verdammten Eicheln wund sind. Aber wie so alles, was diese Selbstprofilierung beinhaltet, wurde auch hier nicht zu Ende gedacht. Denn auch ich gehöre zu den 87%. Bedeutet das jetzt, dass meine Stimme gezielt dafür eingesetzt wurde, die AfD aus dem Bundestag rauszuhalten? Nein. Es bedeutet, dass ich die Partei gewählt habe, von der ich glaube, dass sie meine Interessen am besten vertritt, und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass der Großteil der Wähler das auch so tut. Aber zwecks der Unterhaltung möchte ich heute mit euch diesen Weg gehen. Wenn ich meine Stimme nur zu dem Zweck abgebe, dass eine andere Partei sie nicht bekommt, dann heißt das, dass es mir faktisch egal ist, wer an der Macht ist, solange es nicht der doofe Onkel in Blau ist. Das hat an und für sich schon so ein bisschen bockiges Kindcharakter, aber das bedeutet auch, dass ich einfach keine politische Meinung habe und mit der Verwendung des Hashtags stelle ich das auch noch stolz zur Schau. Das ist einfach nur arm. Arm und traurig. Und ich finde das ehrlich gesagt noch viel trauriger, als dass erstmals wieder Rechte im Bundestag sitzen. Denn zumindest zeigt das, dass trotz aller Zensurversuche und Medienfeindschaft die Demokratie hier noch funktioniert, auch wenn ich es lieber anders gesehen hätte. Dann haben wir noch die wundervolle zweite Möglichkeit. Denken wir wieder zu Ende. Alle Stimmen, die eine Partei nicht bekommt, sind Gegenstimmen. Das bedeutet, wir haben eine Kanzlerin, die mehr als 70% und damit weit über der absoluten Mehrheit nicht wollen. Diese hat mit einer Partei eine Koalition gebildet, die beinahe 80% der Wähler nicht wollen. Und weiter heißt es, dass noch mehr Leute als die, die die AfD nicht wollten, die FDP, die Grünen und die Linken nicht wollten. Es wird also, dieser Logik folgend, eine Koalition gebildet, die aus einer Kanzlerin besteht, die mehr als 70% nicht haben wollen, und aus zwei Parteien, die beide zu etwa 90% nicht gewollt waren. Und mein 5 Jahre altes Transkind hat mir gerade gesagt, dass das ganz schön viel ist. Gute Nacht, ihr Wichser.